Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin, dies ist auch Bemopolis, meine Stadt in City Skylines und dies ist ein Kai. So, ich will heute ein Kai bauen. Mit Kais können Sie Ufer schön abrunden. Kais sind im Prinzip an der Küste gebaute Betonmauern zum Ausgleichen von Geländeunebenheiten und Gebietsabgrenzen in Wassernähe. Es ist so ein bisschen die Frage, wie das funktioniert. Ich bin wirklich so ein bisschen überfordert gerade. Ein Kai. Ich finde es schön. Das ist schon schön. Aber wie geht das? So? Das funktioniert? Wirklich. Das ist aber alles ein bisschen speziell, ne? Aber es ist nicht besonders teuer. Also, ich weiß, dass es geht. Hier. Okay. Ja, das ist doch eigentlich ganz schön. So. Sieht jetzt aber nicht so geil aus wie das da. Das ist irgendwie noch so ein. Das ist so ein Weg irgendwie an der Seite. Was ist denn das für ein Weg? Wege. Kiesweg. Auf Kieswegen, die für Autos unzugänglich sind, kommen Fußgänger leichter voran. Und das ist eine Straße. Ein Pflasterweg. Ganz sowas wie eine Uferpromenade. Im Prinzip hätte ich gerne genau das da. Das ist irgendwie anders. Was ist denn das? Das ist ja, das ist eine Hochwassermauer. Das ist nicht das, was ich will. Flacher Kanal, mittlerer Kanal, tiefer Kanal. So, das sind irgendwelche Steine und Felsformationen. Okay, das sind Büsche, also Vegetation, Bäume. So. Hier haben wir dann nochmal diese Wege. Jetzt können wir uns das mal kurz angucken. Nur mal so zum Testen. Oh ja, doch, das sieht besser aus. Bedeutend besser. Also gut, jetzt weiß ich Bescheid. So, zack. Bitte abbauen. Brauche ich nicht mehr. Bin mir nicht mal sicher, ob ich diese Kaimauer brauche. Eigentlich ist es ja so natürlich auch mal schön, ne? Ich kann ja ein kurzes Stück da lassen. Bloß als Erinnerung, dass ich mich mal damit auseinandergesetzt habe. So, sehr schön. Und jetzt habe ich hier einen Pflasterweg. Sind für Fußgänger zugänglich. Okay, ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, was ich machen will. Aber... auf jeden Fall mal. Warum geht es jetzt nicht? Ort ist bereits belegt. Ah, okay. Ich würde gern hier so am Ufer entlang. Einen Weg. Bauen. Wo die Leute halt so entlang flanieren können. Okay, da geht es jetzt halt nicht. Okay, das sehe ich ein. Man kann da auch wahrscheinlich dann nur... Ah, okay, verstehe.
So, und das eröffnet dann dementsprechend leider auch keine neuen Baugebiete. Finde ich das jetzt schön. Ich habe schon wieder Bock, alles niederzureißen hier. Also die Keilmauer. Es ist natürlich auch beschissen, ne? Moment mal, wenn ich jetzt die Keilmauer baue. Moment, halt hier. So. Keil. Jetzt pass mal auf. Dann wird es alles begradigt. Ah ja, okay. Vielleicht sollte ich dann doch die Keilmauer so belassen. Oh, das geht jetzt irgendwie nicht. Nee, da ist jetzt auch wahrscheinlich der Weg im. Der Weg im Weg. Also, das ist noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Das gebe ich offen zu. Ich habe aber das Gefühl, dass dieses Rumbaggern hier macht die Sache noch schlimmer, als sie ohnehin schon ist. Ich weiß auch gar nicht, was ich so erreichen will mit der ganzen Aktion. Ich hätte halt bloß gern so einen schönen Weg, wo man so entlang laufen kann. Zum Glück kriege ich wieder ein bisschen Geld zurück. Immerhin. So. Ja, was jetzt, ne? Was nun? Will ich jetzt so eine Kaimauer haben? Oder eher nicht? Außerhalb der Stadtgrenze. Küste benötigt. Also einmal bin ich zu weit oben. Ah, das geht jetzt. Das ist ja auch sehr interessant jetzt hier. Was macht er denn da? Ja, jetzt wird halt alles begradigt. Oh, jetzt geht's nicht mehr weiter. Doch. Das wäre dann quasi so. Naja, gut. Okay, vielleicht mache ich es ja doch so. Und dann haben wir hier nochmal diesen Pflasterweg. So könnte das dann quasi laufen. Was ich natürlich auch machen könnte, wäre folgendes. Ich baue dieses Teilstück nochmal ab. Lass es jetzt erstmal so. Und schau mal, dass ich mit der Straße bis hier runterkomme. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Das machen wir so. So, so und so. Genau. Genau, so ist gut. Dann das einmal hier rüber. Und einmal hier runter. Und hier einmal auch. Prima. So. Wie sieht's denn aus mit so klassischen Themen? Bildung. Da haben wir irgendwie ein Defizit, ne? Aber wir haben tatsächlich auch rote Bereiche. Oberschule ist noch schlimmer natürlich, klar. Okay, da müssen wir uns ein bisschen drum kümmern. Bildung, okay. Bildung. Polizei? Wäre vielleicht auch ganz gut, wir würden da nochmal ein bisschen was machen. Feuerwehr, da glaube ich, stehen wir nicht schlecht da. Gesundheitswesen. Wo?
Wasser dürfte kein Problem sein. Strom ist in Ordnung. Parks haben wir jetzt ja tatsächlich vor allem hier unten einiges gemacht. Und einzigartige Gebäude können wir vergessen. Also wir brauchen ein bisschen Infrastruktur. Aber im Großen und Ganzen entwickelt es sich eigentlich ganz positiv. Ich habe jetzt zumindest nicht den Eindruck, dass es jetzt richtig schlecht läuft. Also hier haben wir jetzt ein bisschen Gewerbegebiete. Klar, so um den Park herum, das macht schon Sinn. Ne? Das ist, glaube ich, schon richtig, das zu tun. Ich will jetzt auch nicht zu viel zubauen. Ich finde es nämlich so natürlich, wie es ist, eigentlich auch ganz schön. Was ich machen könnte, ist halt hier nochmal die Straße runterbauen. Das halte ich noch für akzeptabel. Das hier ist so die Uferpromenade, das ist gut. Ja, das finde ich auch noch gut. Langsam komme ich meinen 7000 Einwohnern näher. So, dann könnten wir ja eigentlich nochmal hergehen. Und hier nochmal ein bisschen Gewerbe ansetzen. Hier auch. Und vielleicht hier auch. Und wenn wir schon dabei sind, hier auch. So. Einmal ringsum um den Park. Nur Gewerbe. So, und jetzt sind wir auch gleich soweit. 6.958 Einwohner habe ich gerade am Start. Ja. Da ist was im Bau. Das heißt, da kommen jetzt neue hinzu. Jawohl, 6.983 haben wir jetzt schon. Gleich ist es soweit. Hier, 94. 92. Jetzt. Große Kleinstadt. Ah, hervorragend. Neue Gebiete, alles klar. Steuerrichtlinien. Mhm. Einzigartige Gebäudestufe 5. U-Bahn. U-Bahn ist cool. Bildungsschub ist auch cool. Erhöht das Bildungsbudget 15. Steuerung für gering. Was? Nö, brauche ich jetzt erstmal nicht. Für dich Besiedelte? Für gering? Also sind also Steuererhöhungen im Großen und Ganzen. Bürogebäude, automatische Maut, Industrie 4.0. Neue Technologien, verändern den Personalbedarf. Alle industriellen Arbeitsplätze sind für hoch gut gebildete Arbeiter. 50% erhöhter Produktionsausstoß, 30% verringerte Arbeitsplätze pro Industriezone. Neue Zonen, dicht, Bürogebiet, aha. Oh, jetzt Universität. Müllverbrennungsanlage, auf die habe ich gewartet. Und, oh was, eine Anglerinsel. Cool. Sollte es nicht auch das Krematorium geben? Ich weiß nicht, warum ich so fixiert bin auf das Krematorium. Wo ist denn das nochmal? Nicht beim Müll, gell? Nee, nicht beim Müll. Hier, Gesundheit. Bestattungswesen. Nee, gibt's noch nicht. 16.000. Ah. Okay, alles klar. Dann muss ich wohl weiterhin mit Friedhöfen Vorlieb nehmen. Wird nicht anders gehen. Gut. Ich habe jetzt 68.000 Öcken am Start und wollte schon immer ein Krankenhaus bauen. Nee, Krankenhaus. Yes. Das hätte ich gerne. Dafür habe ich einen extra Platz sogar schon vorgesehen. Ich mache das mal hier so mit Blick in Richtung... was ist das? Fluss? Ah, so richtig sehen kann man den Fluss nicht. Ja, dann vielleicht doch in die andere Richtung, in Richtung Park. Hier, also in Richtung Kreisverkehr. Ich glaube, vielleicht besser so. Okay, 1, 2, 3. So. Da
Smileys über die gesamte Stadt. Hervorragend. Bürger jubeln bei der Eröffnungszeremonie des neuen Krankenhauses. Ja, das ist ziemlich gut, glaube ich. Gesundheitswesen, da stehe ich, glaube ich, ganz gut da. Und es bringt auch tatsächlich schon so ein bisschen was. Meine Heilungskapazität ist natürlich enorm gemessen an 8 kranken Bürgern. Aber gut. Alles kein Problem. Altersheim haben wir 1 mittendrin. Das ist gut. Was ich jetzt bräuchte, denke ich, wäre am ehesten Bildung. Schauen wir mal hier. Grundschule zum Beispiel, das sieht man schon. Da haben wir in verschiedenen Bereichen der Stadt ein bisschen Defizite. Ja, also hier zum Beispiel, da und hier auch. Also irgendwie wäre es, glaube ich, ganz gut. Wir hätten da was. Vielleicht bauen wir das auch wirklich so mitten rein. Müssen wir mal gucken. Passt jetzt hier irgendwie nicht so hin. Aber wäre schon cool, wenn wir da was hätten. Dauert ja auch nicht mehr so lang. Ich mache ja gerade Fettgewinne. Und 22.000 kostet das Ganze ja. Von daher ist das eigentlich ganz cool. Oberschule. Ah, die Uni könnte man eigentlich auch mal machen. Wir sind ja jetzt in so einem Bereich, wo man sich sowas mal überlegen kann. Müssen wir mal gucken, was mir dazu so einfällt. Könnte ich so eine Seaside-Uni machen, direkt am See. Und dann Studiengebühren verlangen. Wie bekloppt. Also gut, meine Lieben, ich würde sagen, dazu überlege ich mir was. Das mache ich dann aber in der nächsten Ausgabe. Mir fällt bestimmt irgendwas ein. So, in diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bimovic. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid im Bimopolis. Denn ihr wisst ja, ihr seid die Besten. Und dementsprechend freue ich mich. Und sage, bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen belegt. Hab heute schon 100.000 Autos geknallt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknallt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tag. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.